Disziplin ist eine Tugend, die die Macht hat, Menschen zu verändern und ihr Schicksal zu gestalten. Im Laufe der Geschichte gab es immer wieder außergewöhnliche Persönlichkeiten, die Disziplin in ihrer reinsten Form verkörpert haben. Eine dieser bemerkenswerten Persönlichkeiten ist Miyamoto Musashi, ein legendärer japanischer Schwertkämpfer, Stratege und Philosoph. Seine Lehren über die Kunst, diszipliniert zu sein, inspirieren und erleuchten die Menschen bis zum heutigen Tag. Miyamoto Musashi, der 1584 geboren wurde, lebte in einer Zeit politischer Unruhen und Kriege in Japan. Schon in jungen Jahren widmete er sich dem Studium und der Beherrschung der Kampfkünste, insbesondere der Schwertkunst. Musashis unerschütterliches Engagement für sein Handwerk zeigt sich in seinem berühmten Traktat »Das Buch der Fünf Ringe«, das seine Philosophie über Disziplin, Strategie und den Weg des Kriegers zusammenfasst. Eines der von Musashi hervorgehobenen Grundprinzipien ist die Bedeutung der Selbstdisziplin. Er glaubte, dass wahre Meisterschaft und Selbstverbesserung nur durch rigorose Selbstbeherrschung und Hingabe erreicht werden können. Musashis eigener disziplinierter Lebensstil ist ein Beweis für diese Überzeugung. Er nahm an zahllosen Duellen und Kämpfen teil und forderte sich selbst ständig heraus, um seine Fähigkeiten zu verbessern und seine Grenzen zu überschreiten. Musashi betonte die Notwendigkeit von Disziplin in allen Aspekten des Lebens, nicht nur im Bereich der Kampfkünste. Er glaubte, dass Disziplin der Schlüssel zu Spitzenleistungen und Erfolg in jedem Bereich sei, ob in der Kunst, im Geschäftsleben oder in persönlichen Beziehungen. Musashi betonte die Notwendigkeit von Disziplin als leitende Kraft. Er plädierte für einen disziplinierten Verstand, einen disziplinierten Körper und einen disziplinierten Geist und betonte, dass diese Elemente bei der Erreichung der eigenen Ziele miteinander verbunden sind. Außerdem betonte Musashi die Bedeutung von Geduld und Ausdauer. Er verstand, dass Disziplin nicht von heute auf morgen erreicht werden kann, sondern ein lebenslanger Weg ist. Sie erforderte konsequente Anstrengung, Widerstandsfähigkeit und die Bereitschaft, Entbehrungen zu ertragen. Musashis eigene Erfahrungen in Kämpfen und Duellen lehrten ihn den Wert von Geduld und die Belohnungen, die sich für diejenigen ergeben, die in ihrem Streben nach Spitzenleistungen standhaft bleiben. Ein weiterer wichtiger Aspekt von Musashis Lehren über Disziplin ist die Beherrschung des eigenen Selbst. Er war der Meinung, dass wahre Disziplin über die körperlichen Fähigkeiten hinausgeht und sich auf den Bereich des Geistes und der Seele erstreckt. Musashi betonte die Notwendigkeit, geistige Klarheit, emotionale Kontrolle und ein tiefes Verständnis für sich selbst zu kultivieren. Wer seine innere Welt beherrscht, kann Herausforderungen mit größerer Gelassenheit meistern, fundierte Entscheidungen treffen und ein harmonisches Gleichgewicht im Leben erreichen. Miyamoto Musashis Lehren über Disziplin haben die Zeit überdauert und finden nach wie vor Anklang bei Menschen aus allen Lebensbereichen. Seine Betonung von Selbstdisziplin, Geduld, Ausdauer und Selbstbeherrschung dient als zeitloser Leitfaden für alle, die nach persönlichem Wachstum und Erfüllung suchen. Wenn man sich Musashis Philosophie zu eigen macht, kann man sein volles Potenzial entfalten, einen unerschütterlichen Fokus entwickeln und ein zielgerichtetes Leben führen. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Miyamoto Musashi durch sein Leben und seine Lehren ein Beispiel für die Kunst der Disziplin war. Sein unerschütterliches Streben nach Meisterschaft,
Seine Betonung von Selbstdisziplin, Geduld und Selbstbeherrschung inspirieren weiterhin Menschen auf der ganzen Welt. Musashis Vermächtnis erinnert uns daran, dass Disziplin nicht nur ein Mittel zum Zweck ist, sondern eine Lebensweise, ein Weg zur persönlichen Transformation und Erleuchtung. Indem wir uns die von Musashi vertretenen Prinzipien zu eigen machen, können wir nach Größe streben und die immense Kraft, die in uns steckt, freisetzen.